Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith, die gerade zu Besuch bei Destiny ist. Im letzten Part haben wir sie zum ersten Mal in ihrem neuen krassen Haus besucht. Und wir sind Marley ein bisschen näher gekommen. In der Hoffnung, dass wir noch näher an ihn rankommen, weil so langsam müssen wir mal ein bisschen in die Gänge kommen. Weil es sind nur noch 6 Tage bis zur Erwachsenen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal nach Hause. Wir haben beim letzten Mal auch Boba adoptiert. Oh mein Gott, I love you. Oh Gott. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Schön. So, und die übrigen können wir natürlich verkaufen. Wir brauchen jetzt nicht 5-mal dasselbe Foto. Destiny kann auch einfach nicht genug von uns kriegen, ne? Ich meine, wir können Marley ja mal zum Essen einladen, I guess. In der Hoffnung, dass er kommt. Ich habe doch mal eins gebaut gehabt, ne? Das ist ja hier. Dann lass uns da doch hingehen. Nehmen wir Marley mit. Hallo. Im Schnee draußen sitzen ist es vielleicht nicht ganz optimal, aber naja, dann ist es so. Vielleicht solltest du dir dann was Dickeres anziehen. Ist das deine Draußenkleidung? Nee, ne? Ich möchte nämlich nicht, dass er hier erfriert. Dann könnt ihr ja mal ganz kurz eine Geschichte erzählen. Warum ist er beschämt? Was ist passiert? Und dann können wir ja schon mal bestellen. Ein gesunder grüner Tee und ein schwarzer Tee. Sie nimmt lecker Ramen und er nimmt sich so einen Thunfisch-Nigiri. Sieht sehr lecky aus. Vielleicht redet ihr mal über diese beschämte Stimmung. Bitten sich dem Haushalt anzuschließen. I mean, yes. Aber wie wäre es, wenn wir erstmal irgendwie in einer Beziehung oder so sind? Das wäre ein Traum. Wieso wollen sich hier alle Leute in unsere Angelegenheiten einmischen? Why is you going? Oh, weil er peinlich ist. Och ja. Jetzt steht sie auf. Was soll denn das hier? Das Essen. Ja, das ging ja heute mal schnell. Okay, aber dafür stehen sie auf. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile hier. Die gehen am besten gleich nochmal woanders hin, damit ich vielleicht mal ein Kompliment machen kann oder so. Weil mit diesen ganzen Leuten hier drumrum, ich weiß nicht, ob das so romantisch ist. Er mag kochen nicht. Schade. Wie lange isst sie denn? Warum hat er eine schlechte Beziehung mit Yukina Roth? Destiny, was soll denn das immer? 20 Mal am Tag ruft die mich an. Okay. Ich lasse aber das hier noch über. Wo ist Marley? Okay, wir sind schon eine Runde. Okay. Okay, schneit schon sehr. Aber wie wär's, wenn wir hier mal zusammen hingehen? Und dann lass einfach mal mutig sein. Okay, warte. Wir machen nochmal ein Kompliment über sein Aussehen. Und dann sind wir mutig. Stopp. Nicht gehen. Halten Sie an. Ich dachte gerade, er geht. Oh, von der Entfernung redet ihr. Okay, aber er scheint Interesse zu haben. Ja, Romantikleiste. Oh nein, ich will nicht cheaten. Sieht gut aus. Nach Kick wühlen. Nee, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Versuchen zu verführen. Yes. Fand er nicht so gut? Ah doch, das findet er wieder gut. Alles klar. Vielleicht können wir einfach mal seine Hand nehmen. Ja, das findet er super. Dann knuddeln wir ihn vielleicht mal. Oh, ich will dich noch knutschen. Nein, ich will ihn knutschen. Mua, möchte ich. Oh, sie muss pinkeln. Naja, kann sie auch zu Hause. Ja. Wie schön. Süß. Oh. Oh nein. Oh nein. Er hat sie gerade gefragt, ob die ein Techtelmechtel haben wollen. Oh mein Gott. Warte, ich cheat hier mal ganz bisschen das Bedürfnis. Warum passiert sowas immer? Ich weiß nicht. Er hat gefragt. Vor allem das erste Mal in einem Mülleimer. Ja, also romantischer kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, also die haben auf jeden Fall eine gute Zeit, ne? Dieses Kind an, also, warum wackelt der Container? No protection was used. Hm? Na super. Wir gehen einfach nach Hause. Ich habe jetzt vergessen zu bezahlen, aber ist egal. Also wir können ihn mitnehmen, aber ich glaube, dann eskaliert es noch mehr. Ja, dann machen wir mal einen Schwangerschaftstest, ne? Also, wie schaut's aus, Girl? Ich habe jetzt auch wohl keinen Screenshot, aber ja. Aber sie ist glücklich, ein Kind zu haben. Immerhin. Ja, na, gute Nacht, ne? Oh je, Mini. Faith is going to have first child. She's heard a lot about her other families and their dynamics. Perhaps Faith has hoped for a certain type of child. Ich glaube nicht, dass sie eine Preference hat. Ich glaube, ihr ist das egal. Aber hey, mal wieder jemand, der Bock auf eine Schwangerschaft hat. Was ist denn hier los? Das ist ekelig. Rabatttag. Wir gehen natürlich zur Arbeit. Und dann gucken wir, was wir heute machen. 175. Kauf eine Kuh. Was soll denn das hier immer? Als ob sie jetzt schon so einen Bauch hat. Wir haben noch nicht mal Platz dafür. Und wir könnten dann vielleicht das Zimmer schon babygerecht machen. Das brauchen... Nein. Ich wollte nur die Leinwand verkaufen. Ach, was nimmt man denn jetzt für eine Farbe? Guck mal, so ein Gelb ist eigentlich süß, ne? Aber Rabatttag lohnt sich halt schon. Vor allem, wenn wir jetzt so wenig Geld haben und so. Deswegen... Ich finde die ja immer so süß. Und dann können wir das hier schon mal kaufen. Wieso slottet das hier nicht rein? Das ist doch
Aha. Er ist auch ein bisschen Deko. Also das ist ja nicht ein Kinderzimmer auf jeden Fall. Ich find's süß erstmal. Wir nehmen diesmal eine gefleckte Kuh. Und diesmal kriegt sie auch einen Namen. Heidi! Ja, okay. Let's go. Rückzahlung erhalten. Diesmal hat es geklappt. Yay. Toll. Und die Rechnung von 2000? Wie Pebbles, wen, was? Es ist gerade sehr viel passiert. Moment mal. Also Marley ruft an und möchte fragen, also ich soll zu ihm. Aber das wird hier nichts erstmal. Sie ist befördert worden zur Lehrerin. Das freut mich sehr. Aber Pebbles, warum tust du mir das an? Mit wem? Dieses Spiel war mir richtig fertig. Ja, dann kannst du ja nebenbei schon mal Rechnungen bezahlen. Ich wünschte, ich könnte der Katze irgendwie helfen. Also, ich wollte Marley auch eigentlich noch fragen, ob wir zusammen sein wollen. Ja, Flöckchen ist auch hungrig. Ey, ja, ich bin doch dabei. Leute, es ist alles anstrengend gerade. Boba denkt sich auch nur so, hallo, was soll das hier für, was ist das für ein Haus? Warum? Ich bin noch nicht bereit dafür, dass wir jetzt auf einmal noch mehr Katzen kriegen. Was soll denn das? Mal schauen, wie viele sie da rauspressen wird, ne? Ey, ich bin ganz froh, dass wir nicht mehr als einen Hund adoptiert haben. Also, weil sonst... Also, wir haben jetzt gerade schon 5 Tiere und wir kriegen noch mehr. Ja, alles klar, ne? Viel Spaß, Pebbles. Das wird jetzt hier wild. Wir wissen auch noch nicht, wie viele Kinder wir erwarten. Also, es wird gar nicht anstrengend jetzt oder so. Die Kleine ist ein Mädchen. Tinkerbell! Oh, das ist süß, okay. Nein! Ich kann doch jetzt nicht 20 Katzen haben. Mini! Süß, aber Cosmo! Oh. Okay, es sind 2. Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist einfach Pebbles mit blauen Augen und das ist einfach eine Süßmaus. Was ist denn? Oh mein Gott. Das ist Cosmo. Oh mein Gott. Ich liebe euch ja. Ich würde sagen, wir brauchen noch mehr Katzenklos, ne? Also, vielleicht oben auch noch mal eins. Tinkerbell ist freundlich. Wir haben 7 Tiere. 7 Tiere! Wir laden jetzt Marley ein und hoffen, dass er hier vorbeikommt. Flöckchen ist verhungert! Ja. Wir haben wahrscheinlich eh zu viele Tiere. Ich verkaufe das jetzt. Ich hole mir keinen neuen Nager, weil... A, können wir uns das nicht wirklich leisten. Und B, haben wir eh gerade genug Probleme. Ich lege da jetzt noch ein Kissen hin. Und ins Schlafzimmer lege ich vielleicht hier auch nochmal noch eins hin. Und unten platziere ich vielleicht noch ein paar. Ey, ich kann das nicht mehr. Aber hey, er ist gekommen. Sie ist richtig traurig. Aloysia, ich habe gerade andere Probleme. Ja, vielleicht reden wir einfach mal über die Situation hier gerade, dass wir 1000 Tiere haben. Ich möchte fragen, ob wir eine Beziehung eingehen wollen. Bitte. Er kann auch mich fragen, kein Problem. Die Katzen sind auch traurig. Jetzt hör mal auf, ey. Pebbles ist weggelaufen. Was soll denn das jetzt? Sie fühlt sich gerade besser. Ich glaube, Pebbles hat auch keinen Bock auf die Kätzchen, ehrlich gesagt. Was ist dieses Let's Play? Ah, Boba muss pipi. Kann ich ihn jetzt mal langsam fragen, ob wir eine Beziehung eingehen wollen? Frage für mich. Bitte ein Freund zu sein. Romantisch, meinetwegen. Okay, er sagt ja. Und dann kann ich ihm ja davon erzählen, dass wir ein Kind bekommen. Da ist ein Kackihaufen. Oh, er hat gar keinen Bock auf das Kind, glaube ich. Oh, Manu. Tinkerbell. Süßmaus. Ich muss euch auch noch Hallo sagen. Und ich muss dann noch so eine Vermisstenanzeige rausschmeißen. Wo geht das? Suchmeldung nach vermissten Tier posten. Faith hat mit Cosmo Freundschaft geschlossen. Yay. Und mit Tinkerbell ebenfalls. Warum bist du dreckig? Warum tust du mir das an? Ja, Marley denkt sich so, ciao, ich gehe jetzt erstmal. Hier unten wird schon fleißig gespielt. Ja, wenn sie jetzt Zwillinge oder so kriegt, ne, dann wirklich, ich krieg ein Raster. Ich meine, ich habe sie schon so mit 2 Kindern oder so gesehen, aber ich habe eher an 2 Schwangerschaften gedacht und nicht an Zwillinge. Wehe. Ja, Boba chillt jetzt erstmal oben. Kein Problem. Wir kommen klar. Obwohl, hier oben ist kein Napf. Vielleicht kommen wir nicht klar. How can they not be happy? Och, Mann. Ich glaube, Boba schläft jetzt. Na gut, dann schlaf. Hauptsache, der Rabatttag war erfolgreich, weißt du? Hier ist einfach ein schönes Leben gerade. Geh auf Klo, dann heb den Hund hoch und bring den Hund nach unten. Boba ist älter geworden! Wow! Ich wusste nicht, dass Boba so ein großer Hund ist. Die Nase ist riesig. Ist das normal? Also, Boba, ich mag dich, aber... Die Nase? Nee, du isst kein Eis, Girl. Es ist auch eigentlich noch gar nicht die Aufstehzeit oder irgendwas, aber egal. Na, was machen wir heute? 71, na? Wollen wir noch ein Tier irgendwie adoptieren? Ich weiß ja nicht. Wünsch dir was am Wunschbrunnen. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll, aber ja, klar. Das Problem ist, wir haben keinen Urlaub mehr. Pebbles ist wieder da! Ja, ehrlich und direkt. Normal. Nee, ich geh jetzt nicht dran. Morgen ist Winterfest.
Toll. Pebbles, Girl. Oh mein Gott, Pebbles. Nee, Destiny, lass mich jetzt in Ruhe. Burnout. Einfach ein Traum. Pebbles wecken, bitte. Marley. Ich hab mich in dich verliebt. Ja, wir sind schon zusammen, dachte ich. Kann ich dich nicht bürsten, Girl? Marley hat was für mich. Ich bin gerade so überfordert. Es ist so viel hier. Hier, und du kriegst jetzt noch so ein Wellness-Happen dann in den Rachen gesteckt. Da geht's dir wieder besser. Sie fällt jetzt gleich in Ohnmacht. Ey, ich kann nicht mehr. Wir müssen fragen, ob er hier einzieht. Das wird sonst hier gar nichts. Also sonst kommen wir nie wieder klar in unserem Leben. Ja, bitte. 20.000. Das ist noch mehr. Kein Problem. Ich nehme das Geld. Okay, es sind nur 20.000. Dir geht's super. Das freut mich. Kümmer dich um die Tiere. Spielt ihr oder fetzt ihr euch? Das ist jetzt nicht ganz ersichtlich. Hier, ihr könnt ja mal eine Runde spazieren gehen. Ich habe halt Angst, dass sie eine Fehlgeburt hat, ne? Wenn es ihr so scheiße geht. Ich möchte aber auch, dass sie halt jetzt noch zum Ultraschall geht in dem Part. Laura Chopra, Alter. Kann uns bestimmt nicht helfen. Das Halsband müssen wir auf jeden Fall ändern. Das gefällt mir nicht. Oh, Pebbles macht die kaputt oder was? Nee. Ich dachte gerade, die keucht die an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh erstmal auf Klo. Discover Baby Number and Birth Gender. Das ist das, was ich möchte. Und bei euch ist scheinbar alles tutti. Er hat jetzt ja noch keinen Job, ne? Aber ich glaube, das ist gerade für den Moment auch mal ganz gut. Okay, sie ist jetzt auf dem Weg, Dinge herauszufinden. You're pregnant with one baby. Your baby will be born a girl. Yay. Pregnancy issue. Something seems to be wrong with Faith's pregnancy? Nein, 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 nein. Nein, nein. Ist das Richtige? Nein. Also, auch wenn ich nicht unbedingt direkt jetzt ein Kind wollte, ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt verlieren. An dem Punkt sollten wir vielleicht auch einen zweiten von diesen Dingern holen. Er mag Fitness, meinetwegen. Digga, wir waren doch gerade draußen. Warum machst du da nicht Pipi machen? There's nothing to indicate that the fertility is anything but average. I'm sorry, but I have difficult news. It would seem that were you to become pregnant, you would be at a high risk to encounter issues. Make sure to take it easy, be careful and consult with a doctor if needed. Das war anscheinend nicht das Richtige. They will go to the hospital autonomously. Geht sie jetzt einfach schlafen? Ich weiß nicht, wie intelligent das ist. Na gut, dann leg dich jetzt auch erstmal schlafen. Ich speichere erstmal. Und sie möchte einfach Nickerchen im Badewanne machen. Nee. Also entweder gehst du duschen oder du schläfst. Also da steht, dass die autonom ins Krankenhaus gehen. Deswegen warte ich jetzt einfach erstmal ab. Nein! Oh mein Gott. Okay, sie geht. Okay, also doch. Bitte nicht. Okay, er ist jetzt wach, er ist anscheinend nicht mitgegangen. Aber er bleibt auf jeden Fall wahrscheinlich wach, bis sie zurückkommt. Dauert so lange. Sie kommt jeden Moment zurück. Nein. Sie hatte... Ich habe das gerade noch gelesen, dass es passieren kann, wenn man irgendwie eine bestimmte, diese ectopic pregnancy hat, dass man dann eventuell gar kein Kind mehr bekommen kann. Oh mein Gott. Und wir haben jetzt die Urne von dem Baby hier. Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig überfordert mit dem, wie wir jetzt hier mit dem Ganzen umgehen sollen. Habt ihr eine Idee, wie wir das Baby hätten nennen wollen? Weil ich möchte auf jeden Fall, dass es dann auch auf den Familienfriedhof kommt. Also ich finde, es gehört einfach zur Familie dazu. Ich meine, Wissenschaftsbaby müsste wahrscheinlich trotzdem funktionieren, weil man da ja nicht zwingt. Ich habe eine Mod, wo man aussuchen kann, ob man eine Schwangerschaft haben will oder nicht. Dann machen wir halt keine Schwangerschaft, dann machen wir das vielleicht darüber. Aber das ist jetzt gerade schon schwierig. Also wenn ihr Ideen habt, wie wir weiter damit umgehen sollen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin gerade richtig fertig mit mir selber, ey. Ich hoffe, euch hat gefallen, dass wir auf einmal sehr viele Tiere haben. Das ist auf jeden Fall eine positive Sache. Das ist jetzt leider nicht. Aber das bleibt eben nicht aus. In der Lucky Legacy Challenge. Wir sehen uns dann sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!